Jo Leute, was geht? Willkommen zurück zu Elden Ring. Heute was ganz Besonderes. Und zwar werde ich euch die Drachenhellebarde ein bisschen zeigen. Denn die hat eine richtig, richtig geile Weapon Art, die nicht nur Blitzangriff macht, sondern auch Frostangriff. Das heißt, ihr habt zwei Elemente in einem. Einmal den Blitzangriff natürlich und wie gesagt der Frostangriff. Und der Frost kann natürlich auch stacken, so dass ihr einen kompletten Frostschaden drauf bekommt. Und da will ich gar nicht viel quatschen, ihr kennt das. Ich gehe direkt drauf. Hier ist mein Standard-Mob. Ihr kennt das Prozedere schon: die Arznei drauf, Goldener Schwur und Flamme gibt mir Kraft. Und dann geht's ab auf den Boss, ab auf den Gegner. So, Waffe zweihändig. Und jetzt ist das ganz Wichtige: die Waffe hat eine Combo. Erste Combo, zweite Combo, dritte Combo. Und ihr seht schon, die Waffe ist jetzt auf Blitz. Und da kam auch der Eisschaden. Richtig, richtig nice. Zack. Und da ist der Gegner schon tot. Macht nicht den krassesten Schaden, aber ihr habt einmal Blitz und ihr habt den Eisschaden, was natürlich doppelt gut ist. Jetzt zeige ich euch das Ganze nochmal ohne Buffs, weil man hat natürlich nicht immer Zeit, sich vorher zu buffen. Übrigens in der Arznei einmal Blitzschadenerhöhung und einmal Stärkeerhöhung. Und jetzt zeige ich euch das Ganze nochmal ohne alles. Arznei kann man sich immer geben, die hält ja eh 3 Minuten. Jetzt gehen wir hier nochmal auf den großen Riesen. Sind es trotzdem 1200, zack, 3000. Hat noch AOE Damage und da war der Schaden noch wieder drin. Blitz ist drauf und zack, 2600. Das Geile an der Waffe ist, die macht auch nochmal 10% extra Schaden auf Drachen. Das zeige ich euch mal hier oben. Ich habe nämlich auch noch einen Drachen besiegt. Da sieht man den Schaden auch sehr schön. Und ich kann euch auch noch eben zeigen, wo ihr die Waffe findet, weil das ist ein bisschen kompliziert. Ihr müsst nämlich dafür nach Sofria runter. Dafür müsst ihr hier diesen Brunnen benutzen und dann ein ganzes Stück laufen, einen Teleporter benutzen. Deswegen zeige ich euch das am besten einmal. Und während ihr euch das oben anschaut, würde ich sagen, zeige ich euch nochmal ganz kurz, was ich ausgerüstet habe. Und zwar natürlich die Drachenhellebarde auf plus 10. Hat damit eine Stärke auf B und Geschicklichkeit auf C, braucht 22 Stärke und 10 Geschicklichkeit und ich habe aktuell 60 Stärke und 30 Geschicklichkeit. Also ihr seht, da kann man auf jeden Fall auch nochmal ein bisschen boosten, 20 Level in Stärke und 50 Level in Geschicklichkeit, dann würde das ganze Ding auch nochmal ein bisschen mehr Schaden machen. Dazu natürlich braucht ihr einen Talisman, ein Siegel, um euch mit Flamme gibt mir Kraft und Goldener Schwur zu buffen. Dann dazu wie immer natürlich Scherbe von Alexander und Ritualschwert-Talisman, um nochmal den letzten Schaden rauszukitzeln. Was ihr dann noch machen könnt, ist hier den Blitz-Skorpions-Talisman zu nehmen. Da macht ihr nochmal ein bisschen mehr Schaden, wenn ihr den Blitz raushaut von der Hellebarde. Das werde ich auch einmal kurz demonstrieren. So, jetzt drauf. Alles ist drauf. 1400, nochmal 200 Schaden mehr. Auf jeden Fall wird das Ganze. Und tot. Ah, der Deckel noch nicht. Noch ein Schlag, aber meine Waffe blitzt und da können wir natürlich auch einen Sprungangriff machen und zack, 1500. Der ist auch tot. Und dann würde ich sagen, war es das Ganze schon. Bis der Fundort sollte mittlerweile durch sein. Ich werde das natürlich perfekt für euch schneiden, dass ihr das schön sehen könnt. Und wenn ihr die Waffe haben wollt, einfach den Boss besiegen und holt sie euch. Wenn ihr auch in Zukunft nichts verpassen wollt, gerne auch den Kanal abonnieren, gerne ein Like dalassen und auch kommentieren, wie ihr die Waffe findet. Und zwei Sachen noch. Wenn ihr diesen Helm haben wollt oder euch fragt, was das hier für ein Helm ist, dann bleibt auf jeden Fall gespannt, denn morgen kommt ein Video genau über diesen Helm und noch 5 weitere Helme, die etwas Besonderes sind, sehr selten sind und die ihr auf jeden Fall haben solltet. Und am Sonntag findet der Community Run wieder statt. Wenn ihr da dabei sein wollt, gerne den Twitch-Kanal abchecken, dort ein Like dalassen. Um 12 Uhr geht's los. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Haut rein.